Ja, jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank Neun Langen. Man kann es zwar nicht lesen, ist aber so. Und willkommen zu einer pickepackevollen Sendung, wie man so schön sagt, beziehungsweise einem sehr gefüllten Schreibtisch heute mit dem Gleisbauzug mit Schienenkreis von Steingemachtes, beziehungsweise von Kasi. Ja, für 80 Euro habe ich ihn ungefähr bekommen. Mit der Nummer KY98253 mit 1260 Teilen und der Altersangabe, die natürlich immer noch passt, 6 plus. Ja, so ist das. Ja, ein üppiges Set, muss man sagen. Und wenn wir uns nochmal den Karton von hinten anschauen, da sehen wir nochmal den Zug und die einzelnen Funktionen, die wir da später mit ausführen können. Das schauen wir uns am Modell selber an und da seht ihr auch schon, da steht Licht, denn das Ganze ist motorisiert mit einem Eisenbahnmotor und zusätzlich hier vorne mit einer Lampe. Ja, eine Batteriebox ist dabei und die können wir dann zwar nicht mit der Fernbedienung, aber hier manuell steuern, sodass der Zug dann von alleine fährt. Ja, ein Riesenkarton auf Deutsch, Gleisbauzug mit Schienenkreis von Steingemachtes, dem Klemmbausteinshop, ja. Den packen wir mal zur Seite, denn das war schon groß. Was aber auch groß ist und ist fast die größte, zumindest von der Höhe und Breite, die nicht von der Dicke, aber sonst schon eine sehr, sehr große Bauanleitung, ja. Da schauen wir auch noch mal rein. Da steht es dann auch noch mal, dass der Schienenkreis dabei ist. 16 Kurven und 6 Geraden sind in diesem Fall als Set mit dabei und es sind keine Minifigürchen dabei. Warum wohl? Ja, die Minifigürchen, die durften nicht mit auf die Reise kommen. Ja, so ist das. Und wir werfen einfach mal einen Blick in die Bauanleitung. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach diese Seite zum Beispiel. Das ist wirklich hier sehr, sehr groß, aber auch einfach zu bauen, denn dieses Set ist ja auch eher was für, ja, Kinder, würde ich mal sagen. Denn es hat auch Spielfunktionen an Bord, zu denen wir gleich kommen. Was auch an Bord ist, ist dieser Liftarm. 2x5. 2x5, den hatte ich bisher in keinem einzigen Set, was ich bisher verbaut habe. Den 2x5 Liftarm. Und wenn wir schon einmal dabei sind, es gibt einen 12er Liftarm dabei. Den hatte ich bisher auch noch nicht. Was auch noch dabei war, war eine 5x2 Platte. Auch bisher noch nicht in irgendeinem Set, was ich hatte, aufgetaucht. Ja, das als Besonderheit. Zusätzlich erhalten wir nicht nur diesen wertvollen Teiletrenner, sondern auch einen kleinen Schraubendreher, damit wir die Batteriebox öffnen können, um da die Batterien reinzutun und nachher wieder zu verschrauben. Sehr viele Teile waren über, unter anderem dieses hier. Ja, und ansonsten wirklich, denke ich mal, viele, viele Teile über, sogar Glasscheiben. Was auch dabei ist, ist dieser kleine Wagen hier, dieser kleine Werkzeugwagen, der dann nebenher geschoben wird, um dann hier das Werkzeug zu haben, um dann die Schienen dran zu schrauben bzw. zu lösen. Eine kleine Schubkarre mit viel Baumaterial, Einsersteinchen dabei, sehr schön gemacht. Auch dieser Kasten mit Rundumleuchte mit noch Einsersteinchen Runden drin in Beige. Das war alles dabei. Leider fehlen die Arbeiter, aber dafür stehen ja dann noch genug, ja, die wir dazu nehmen können. Ja, zum Zug. Er ist dreiteilig. Wir fangen mit der Lok an. Ich glaube, die Bauanleitung, ja, sie ist wirklich einfach. Ausgegraute Arbeitsschritte. Hinten haben wir eine Teileliste noch am Anfang. Wir haben eine große Grundplatte dabei. So sieht das am Ende aus, der ovale Schienenkreis mit dem Zug. Das ist das, was wir bekommen. Können wir auch mal zur Seite legen und ich würde sagen, ich stecke mal die Lok hier vom Magneten ab. Das ist die Lok. Unten drunter befindet sich der Eisenbahnmotor, der dann zur Akkubox geführt wird. Wir haben zwei Stecker drauf, denn hier vorne haben wir eine Lampe. Ich schalte ihn mal kurz an, drehe ein wenig, sodass er natürlich fährt und die Lampe angeht. Ja, in zwei Richtungen. Da ist das Zahnrad in die eine Richtung vorwärts, andere Richtung rückwärts. Das ist auch selbsterklärend. So sieht das aus. Aufkleber habe ich diesmal auch drauf gemacht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen schöner bei dem Modell. Das ist eigentlich ein Spielmodell. Ja,
mal kurz den Unterschied erklärt zu dem, was da steht. Ja, der V100 oder davon Mockblocks. Das ist ja so weit wie möglich am Original. Das ist ein Spielmodell. Ja, wir haben ja auch Funktionen dabei, die wirklich gut funktionieren und man kann damit tatsächlich als Kind oder auch von mir also als Erwachsener spielen. Diese Lok ist hier vorne 6 Steine breit. Ja, hier am Führerstand 8 Steine breit und wenn man so will, hier noch einen halben Stein dazu sind knapp 9 Steine oder 9 Steine breit. Der Kollege ist sogar noch breiter. Sie fährt alleine die Lok, aber nicht so gerne, weil sie hier, ihr seht das schon, sehr viel Toleranz und Spiel hat hier auf dem Drehgestell. Sie braucht eigentlich einen Freund, der da hinten dran hängt und das Ganze stabilisiert. Ansonsten würde sie aber fahren. Ich mache das jetzt nicht alleine und wir versuchen mal, wenn ich die richtige Richtung erwische beim ersten Mal, natürlich nicht in die andere Richtung, den alleine fahren zu lassen. Und ihr seht, die Batterien sind nicht mehr ganz so voll. Es ist eine moderate Geschwindigkeit. Noch einmal zurück. Wenn mir das gelingt, ohne vorne was abzureißen, natürlich nicht. Das war klar, dass mir das nicht gelingt. Ja, hier vorne habe ich den Kühlergrill schon abgerissen, aber ihr seht, sie fährt. Ich mache es mal aus und ich mache das kurz wieder dran und da sehen wir es mit der Lok wieder. Ja, das Problem ist hier vorne, da müssen die ganzen Kabel durch vom Licht und für den Motor. Deswegen ist es da etwas eng und wenn man ein bisschen falsch anfasst, dann geht es halt hier vorne mal ab. Aber in der Regel hält das schon. Also, so sieht die Lok aus. So sieht das aus. Magnete natürlich dran, vorne und hinten. Und die stellen wir mal bis dahin. Und ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Wagen, denn das ist der eigentliche Kran oder das eigentliche Gefährt, um jetzt zu bauen. Dafür müssten wir jetzt eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wir müssen hier ein paar Schienen entfernen. So, sagen wir mal so. Und hier soll jetzt weitergebaut werden. Es sind 4 Schienen. Hier auf dem Transportwagen, auf dem Kranwagen. Und das können wir jetzt alles, jetzt hat er sich schon wieder angedotzt, macht aber auch nichts. Wir können das jetzt hier steuern. Das heißt, wir müssen hier ein wenig zurückdrehen über diesen Mechanismus mit der Achse hier oben. Wird hier umgesetzt auf einen Zahnkranz. Es ist die verkehrte Seite, könnt ihr nicht sehen, aber ihr wisst, wie es funktioniert. Hier ist ein Zahnrad, was diesen Zahnkranz dann rausschiebt. Hier an den orangen Anfassern kann man drehen. Auch das ist sehr. Ja, sehr wackelig, weil es sitzt halt unten nur auf diesen Drehgestellen drauf. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Was ich allerdings tauschen musste, und das war jetzt weniger toll, das war die Schnur, die dabei war. Die war ein wenig, sagen wir mal, widerspenstig. Die war wirklich nicht so dolle. Deswegen habe ich meine chinesische Knotenschnur, die jetzt sich hier natürlich verheddert hat in der Zwischenzeit. Ich versuche das jetzt mal hier nochmal live rauszukriegen, damit wir es unter das Rädchen heben können und hier oben auch drüber. So ist das richtig. So ist das richtig. Und ihr seht die Schienen, die haben hier 2 Anfasser bekommen, da, ja, mit diesen Plates da oben drauf, diese hellgrauen. Damit wir das, wenn wir das jetzt hier zurückgeschoben haben und hier über diese Seilwinde nach unten machen, dass wir dann die beiden Haken, die da dran sind, unter diese Stangen klemmen, so, so in etwa, dann hier wieder hochdrehen, dann hochdrehen. Das funktioniert sehr schön, dann hinten an dem anderen orangen Anfasser drehen. Noch ein bisschen nach vorne fahren, würde ich sagen, damit wir die gerade kriegen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig in der Kurve, aber es geht. Es wird schon gehen. Dass wir nach vorne fahren. Es dauert ein wenig. Ja, alles Handbetrieb. Wir können ganz schön weit ausfahren. Ja, bis dahin können wir ausfahren. Das hält natürlich alles wunderbar. Dann drehen wir hier wieder dran. Bringen die Schiene nach unten. Bringen die Schiene nach unten auf den Boden ein wenig zurück. Ja, wenn wir jetzt in der Geraden wären, dann würde es natürlich auch passen. Aber dafür sind ja die Kollegen dann da, um das nochmal gerade zu richten, die natürlich jetzt hier nicht in der Box waren. Aber es ist nicht so schlimm, ist wirklich nicht so schlimm. Und dann können wir dann da die Schiene tatsächlich andotzen und runterlassen, die Haken wieder lösen, wieder rauffahren. Und so dann die nächste Schiene uns holen.
und dann peu à peu unseren Schienenkreis erweitern. Ja, mehr gibt es da, glaube ich, nicht so zu sagen. Das funktioniert, das hat durchaus einen hohen Spielewert. Ja, was anderes als diese Modelle da vom Ansatz her. Hier ist auch noch ein Bedienstand könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, aber es ist ein Bedienpult, wo dann das Minifigürchen stehen könnte, was es dann bedient. Ja, funktioniert. Was soll man sagen? Es funktioniert. So, wir kommen zum dritten Fahrzeug. Ich lasse es einfach jetzt mal kurz hier stehen oder wir docken es da hinten dran, wenn mir das jetzt gelingt, ohne vom Tisch zu fallen. Ich würde sagen, mal da dran. So, schieben das ein bisschen hier rüber. Und das ist der nächste Kollege. Der hatte ein kleines Stabilitätsproblem hier in der Kabine. Ja, das sollte hier nur auf einmal zwei Plates stehen, jeweils da und jeweils da hinten. Ich zeige euch das im Foto, weil da drunter sitzt das drehbare Fahrgestell. Das war dann sehr wackelig. Da habe ich jetzt noch eine 2x4-Platte drunter gemacht. Warum auch nicht? Ich weiß gar nicht, ob die auch über war. Wahrscheinlich war sie sogar über. Dann hat das hier mehr Halt, also diese Fahrerkabine. Der ist jetzt sehr schmal gehalten. Der ist jetzt hier vorne tatsächlich nur 6 Steine breit. Ist auch hinten nicht besonders viel breiter, ein wenig breiter hier hinten. Aber der funktioniert natürlich auch. Das kann man dann, es ist schon etwas her, dass ich es gebaut habe. Man kann es dann hier, ist das richtig, mit einem Zahnrad, jawohl, hochdrehen. Da ist ein Zahnrad zum Hochdrehen. Und man kann es hinten mit diesem Zahnrad da hinten, das kann man glaube ich jetzt ganz gut sehen, da kann man es dann rundum drehen. Da ist das Zahnrad für den Ausleger heben zu senken und natürlich hier noch das Zahnrad mit der Schnur, die jetzt nicht besonders gut runtergeht, weil hier vorne nichts dran hängt. Da müsste also tatsächlich ein bisschen mehr Gewicht dran. Hier ist auch noch ein Konterzahnrad. Davor kann man, das kann man jetzt nicht so gut sehen. Also hier hängt noch das sind zwei kleine Zahnräder. Das eine soll dafür da sein, um das zu blockieren, damit es nicht runterrutscht. Funktioniert es nicht so dolle, weil es nicht so auf Spannung ist. Nichtsdestotrotz hat man, glaube ich, mit diesem Set ja, Spielespaß. Also würde ich dann doch den Kindern schenken, die von 6 bis 12, die auf der Packung stehen und nicht unbedingt Erwachsenen. So sieht das aus. Das sind auch noch getönte Scheiben da und da. Es ist, finde ich, sehr schön dekoriert. Hier vorne haben wir nur eine Achse, aber ein Drehgestell, was natürlich dazu führt, dass wenn der Kollege hier alleine mal dreht, dass er aus der Schiene dotzt. Deswegen sollte er nach Möglichkeit da hinten dran und so gefahren werden. Dann funktioniert das. Ja, so funktioniert das auch in voller Fahrt auf einer normalen Anlage. Da fällt nichts runter, das funktioniert. Ich versuche es hier nochmal kurz zu fahren, wenn mir das gelingt. Ein wenig rückwärts. Ja, ihr seht das auf kleinster Stufe. Die Batterien sind nicht mehr ganz voll, zum Glück. Weil sonst würde es zu schnell werden. Ja, ihr seht das, wie schnell das jetzt schon wird, auf fast kleinster Stufe. Ich stoppe mal. Ja, der Gleisbauzug von Kasi. Habe ich irgendwas vergessen? Ich muss mal kurz überlegen. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, das war also ein weiteres Set aus der Eisenbahnwelt. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Die Glocke setzen, die immer samstags um 18 Uhr läutet. Ihr wisst das, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.